Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Küchen. Wir testen bei goldenem Septemberwetter eine super edle Outdoor-Küche. In Gechillt gegrillt zeigt uns Grillprofi Klaus Winter, welche Gefäße und Räucherchips optimal zum Räuchern geeignet sind. Am Anfang war das Feuer. Liebe Zuschauer, kennen Sie diesen Satz? Naja, bevor wir das Feuer zum Kochen verwendet haben, haben wir uns in erster Linie von Früchten, Bärchen und kleinen Krabbeltierchen ernährt. Mit Feuer wurden die Tierchen dann ein bisschen größer. Und vor allem, das Feuer oder die Küche wurde zum sozialen Mittelpunkt der Familie. Und heute dreht sich bei uns auch alles um die Küche. Und damit herzlich willkommen bei Bauen und Wohnen. Und wir starten mit dem Thema Outdoor-Küchen. Was gibt es Schöneres, als im goldenen Herbst mit der Familie draußen zu grillen? Ja, Outdoor-Küchen, die gibt es natürlich groß, klein, aus Holz, Metall und so weiter. Ganz viele Möglichkeiten. Mein Kollege To von Hühnerbein hat eine ganz besondere Outdoor-Küche getestet und gleichzeitig einen kleinen Grillkurs erlebt. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, es sollte doch um Outdoor-Küchen gehen und warum stehen die Jungs jetzt hier an der Tischtennisplatte? Das liegt daran, dass diese Tischtennisplatte kann auch zum Esstisch umgebaut werden. Da werden wir auch alle gleich zusammen was essen und das werden wir zuvor kochen in einer Outdoor-Küche. Und zwar in dieser hier. Markus, was wird es denn heute geben? Du, ich mache ein bisschen was vom Rind, ein paar Lammkarrees und ein paar Riesengarnelen. Und ich würde sagen, ich gehe mal los und besorge die Sachen. Ne? Allerbestens. Währenddessen lasse ich mir mal erklären, wie die Outdoor-Küche funktioniert und was sich der Raphael dabei gedacht hat. Raphael, du hast diese super schicke Outdoor-Küche gebaut und auch designt. Was hast du dir dabei gedacht? Warum sieht sie so aus, wie sie aussieht? Ja, Joe, also bei der Outdoor-Küche war so die Idee zu sagen, eine Outdoor-Küche zu bauen, die nicht dieses klassische, wuchtige, irgendwie gemauert, große Schwere hat, wie man das hauptsächlich aus den USA kennt, bei den ganzen Outdoor-Küchen. Passend dazu dann eigentlich zu sagen, das Ganze in einer Modulbauweise. Das heißt, ich habe einzelne Module, die ich miteinander verbinden kann, die ich ergänzen kann. Das heißt, auch jeder Kunde kann für sich wirklich entscheiden, möchte ich eine große, möchte ich eine kleine Küche, mit Spüle, ohne Spüle. Und was ist das jetzt hier für ein Material? Also die Küche ist so, das hier, was wir sehen, ist ein Massivholz-Eiche. Ist jetzt eher gedacht für den überdachten Außenbereich, also für den geschützten überdachten Außenbereich. Wir haben natürlich auch noch andere Oberflächen, wie zum Beispiel eine Thermoesche im Angebot, wo dann einfach auch nochmal eine Witterung ganz gut mitmacht. Oder auch ein ganz neues Material, super interessant. Das ist ein ganz neuer Hightech-Stoff aus Reisschalen gemacht. Ist zu 100% wetter- und wasserfest. Sieht aber aus wie Holz, kann man auch machen, ebenso natürlich aber auch eine dünne Stein- oder Keramikplatte. Herdplatten sind nicht so üblich, ne? Wenn da wird gegrillt in der Outdoor-Küche oder gibt es auch Outdoor-Küchen mit Herdplatten? Also in der Outdoor-Küche wird hauptsächlich gegrillt. Der eine mag eher lieber ein bisschen Holzkohle oder ist ein Holzkohle-Fan, der andere schwört auf Gas, der Übernächste sagt, er möchte Elektrogrillen. Hier haben wir jetzt uns für die Gasvariante entschieden. Ich kann das mal kurz öffnen. Der hat jetzt hier die Besonderheit, wir haben hier einmal im Prinzip den Bereich, wo wir grillen, auf einem Gussrost mit zwei seitlich angebrachten Brennern. Und haben hier nochmal eine Teppanyaki-Platte, wo man wirklich auf der Platte, der heißen Stahlplatte, wie man das auch teilweise aus dem höheren Küchenbereich kennt, nochmal grillen kann. Raphael, was kostet diese Küche jetzt so, wie sie hier steht? Also so, wie sie jetzt da steht, mit dem Eicheholz in der Ausführung, liegen wir so bei 28.000 bis 30.000 Euro. Inklusive Geräte, oder? Inklusive, also da ist natürlich... Das ist auch ein großer Teil davon, dieser Grill mit dabei, dieser Gasgrill, den es aber auch natürlich als Solo-Gerät zum Beistellen gibt. Ganz wunderbar, dann legen wir mal los. Musik
Da vorne habe ich dir ein bisschen Parmesan hingelegt, schau. Okay, also ich leg da mal los und was machst du derweil? Fingernägel lackieren? Ich würde mich jetzt in der Tat um meine Fingernägel kümmern. Los geht's. So, ich habe extra nicht gefragt, wie viel ich von irgendwas reintun soll, weil die Antwort ist immer genug. Das habe ich schon so oft erlebt, das macht mich fertig, das brauche ich nicht nochmal. Also mache ich einfach genug. Cashews. Langsam, nicht so viel, nicht so viele Nüsse. Okay, soll ich die noch mal rausholen? Ja, mach ein paar raus. So? Ja, so ist gut. Voila, so ungefähr, ne? Was ist das hier? Ist das schlecht? Ist nicht gut. Nein, tu es weg. Aber ein aufgeräumter Arbeitsplatz schaut anders aus, oder? Ich wollte ihn gerade aufräumen. Gerade als du es gesagt hast, hatte ich vor, ihn aufzuräumen. Aber die Limetten tue ich wahrscheinlich nicht mit Schale rein, ne? Wie mache ich das denn dann jetzt, dass ich den Saft da rauskriege? Wie mache ich das? Ja, der muss ja irgendwie wie man eine Limette entsaftet. Drücken oder was? Warum halbierst du die so? Ja, weiß ich nicht. So halbieren? Ja, da stand nicht dran, da war keine Naht aufgemalt oder sowas. Oh Mann. Ja, das hätte ich jetzt auch gekonnt. Ja, warum fragst du dann? So läuft das im eigenverantwortlichen Küchenleben. Keine Gnade. Salz drin? Salz ist auch drin. Pfeffer drin? Pfeffer ist drin. Okay. Perfekt. So. Besser kann man es gar nicht machen. Jetzt hast du dir einen schönen Löffel hergerichtet, um das Ganze mal abzuschmecken, oder? Nein, aber nein. Was ist mit meinem Finger? Kann ich nicht einfach meinen Finger nehmen? Das ist vor der Kamera. Ist es so? Wir sind ja unter uns. Wir sind wie unter alle uns. Leute, die vor der Kamera stehen. Ja, dann würde ich mal sagen, der ein guter Koch hat immer saubere Finger, oder? Auf jeden Fall, so sieht's aus. Und darf das? Ja. One-Shot. One-Shot? Auf jeden Fall. Baby. One-Shot bedeutet beim ersten Mal direkt perfekt gemacht. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Was machst du da? Die waren irgendwie zu schleimig von der Schale. Sollen wir doch unseren Gästen nicht antun, oder? Naja, aber eine aufgeschnittene Zwiebel wird nicht mehr gewaschen. Weil dann was passiert? Ja, was könnt ihr denn verlieren, wenn du sie unter dem Wasser anhältst? Zwiebeligkeit. Zwiebeligkeit. Zwiebelgeschmack. Gut, ne? Mhm. So, Leute, so sieht's aus, wenn es fertig ist. Markus, sag mal, wie heißt das Gericht? Gegrilltes. Ich habe eine gegrillte Riesengarnele gemacht. Wir haben ein bisschen ein Lammkarree im Stück gemacht, gerade eben auftranchiert. Ein bisschen Gemüse, unser Pesto haben wir dazu. Fantastisch. Sehr dann schön. Sieht es sehr gut aus. A table. Ja, liebe Zuschauer, der Joe, der hat noch ganz schön eins hinter die Löffel bekommen auf diesem Dreh und Joe noch eins. Besser ein One-Shot-Wonder als ein One-Hit-Wonder. So, wir machen jetzt weiter im normalen Programm mit Gechillt gegrillt, auch immer ganz beliebt beim Team, denn meistens gibt es richtig leckeres Essen. Diesmal zeigen wir Ihnen aber nur, wie Sie mit Räucherchips den richtigen Geschmack an das Grillgut bekommen. Gechillt gegrillt wird Ihnen präsentiert von Mein Steak, meine Küche, mein Planer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gechillt gegrillt. Heute chillen wir mit Räucherchips bzw. auch mit Pellets, mit Räuchermehl. Also das heißt, wir wollen heute Rauch erzeugen. Entweder im Holzkohlegrill und oder im Gasgrill. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche funktionieren überhaupt nicht, manche funktionieren ein bisschen und manche sind richtig gut. Im Angebot hätten wir hier klassisches Räuchermehl. Das nimmt man eigentlich in einem klassischen Räucherofen. Haben wir hier nicht, also können wir darauf verzichten. Dann haben wir Wood Smoking Chips, klingt spektakulär, sind einfach Holzschnipselchen, die man aber erst in Wasser einweichen muss, weil sonst rauchen die nicht, sondern sonst brennen die gleich. Und wenn sie brennen, dann rauchen sie nicht anständig. Und dann haben wir auch noch Pellets.
Also so ähnlich wie das, was ihr im Keller habt, bloß halt zum Räuchern. Und das zeige ich euch jetzt, wie man die zum Rauchen bringt. Gibt auch verschiedene Zubehörteile, zum Beispiel solche Boxen, in die man Woodchips reinfüllen kann. Funktioniert nicht, weil man die Box erst gar nicht aufkriegt. Und wenn man sie aufbekommen hat, dann raucht sie so minimal, dass wenn ein Kumpel neben dem Grill steht, der eine Zigarette raucht, dass es dann definitiv mehr Rauchgeschmack auf dem Fleisch gibt als mit dieser Box. Dann haben wir aber auch Sachen, die besser funktionieren. Hier diese völlig unspektakuläre Röhre, die aber im Gasgrill richtig, richtig gut funktioniert. Hier habe ich jetzt schon mal die Woodchips, die ich in Wasser eingeweicht habe, weil ich tue auch das, was ich empfehle, tatsächlich selber. In einer Wood Smoking Soaker Box. Das kann man sich nicht mal merken, dieses Wort. Geht auch in einem Joghurtbecher, ich bin da ganz sicher. Und jetzt schütte ich einfach diese Woodchips, nachdem sie ein bisschen abgetropft haben, auf die Glut. Entferne dann die Asche aus meinem Haupthaar und schließe den Deckel. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt fängt dieses Ding vermutlich gleich an zu rauchen. Und dann entsteht für etwa 8 bis 9 Minuten ein intensiver Rauch. Jetzt machen wir das Ganze für den Gasgrill mit einer sogenannten Smokepipe und Pellets. Aber da nicht einfach in den Keller gehen und eine Schaufel aus dem Heizungskeller holen, sondern tatsächlich Wood-Pellets nehmen, also Fruchtholz-Pellets, weil sonst gibt das einen hässlichen Geschmack, weil im Keller liegt ja jetzt nicht nur Kirschholz, sondern alles, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Dann legt ihr die Smokepipe mit den Pellets auf den Brenner. Wenn der bei voller Leistung läuft, dann direkt drauf. Wenn er bei niedriger Leistung läuft, dann gerne unten an den Brenner. Und dass das richtig gut funktioniert, seht ihr hier. Viel Spaß beim Nachmachen und beim Räuchern eurer Speisen. Bis zum nächsten Mal bei Gechillt Gegrillt. Die Smokepipe kannte ich in einem ganz anderen Zusammenhang. Wir machen nun eine ganz kurze Pause und bis dahin genieße ich meinen ganz gemütlichen Fernsehabend mit frischen Räucherchips hier auf der Couch. Bis gleich. Miriam und Family wohnen in einem hübschen Häuschen. Das Erdgeschoss steht leer. Zwar hat sie schon darüber nachgedacht zu vermieten, aber der ganze Trubel. Ähnlich wie Miriam denken leider viele. Und so stehen Wohnungen und Häuser leer. Deshalb helfen wir, diese wieder auf den Mietmarkt zu bringen und ermöglichen so risikofreies und leistbares Wohnen. Das hilft zum Beispiel Yvonne mit ihrem Baby. Sie suchen seit langem eine leistbare Wohnung. Sicher vermieten. Jetzt informieren. Dein Schuss soll zum Schatten im Kreuzeck des gegnerischen Tors werden. Dein eigener Schatten soll bei deinem Antritt blass aussehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Van Dans. Vom Grillen kommen wir nun zu unserem Schwerpunkt, den Küchen. Wir kennen sie alle, die großen Traumküchen in den großen Räumen. Doch die Realität sieht ab und zu anders aus. Die Räume sind klein und auch nicht offen. Und wie plane ich jetzt hier die perfekte Küche? Das sehen Sie jetzt. Neubau ist es nach wie vor so, dass die Küche schon deutlich größer worden als früher. Im Altbau haben wir noch sehr viele Situationen, wo einfach die Küche auch vom Platz her nicht so groß sind, wo man dann auch nur die 2,50 Meter zum Beispiel in der Raumbreite hat, wo man schon schauen muss, dass man es vom Platz her eben bestmöglich dann auch ausreizen kann, das Ganze. Schon früher galt die Küche als Herzstück des Haushalts. Das Vorbild der sogenannten Frankfurter Küche prägte die Grundrissgestaltung der 60er und 70er. Die Küche wurde klein geplant und als separater Raum genutzt. Jahre später setzte sich immer mehr der Trend der offenen Küche durch. Doch nicht jeder hat zu Hause den Platz dafür. Aus der Mode sind kleine Küchen also längst nicht. Und auch das Vorurteil, dass sie immer hell sein müssen, ist veraltet. Man kann da durchaus auch, wenn sie mit einer dunkleren, sage jetzt mal, Küche arbeitet, mit einem relativ hellen Boden dann gegengehe. Oder dass man sagt, man macht, wenn man die Wände an sich weiß hält oder auch eine Farbkombi, dass man der untere Teil dann komplett zum Beispiel in dunkel macht und der obere Teil in hell, um das ein bisschen auszugleichen. Oder dann vielleicht auch die Oberschränke nicht ganz so hoch setzt. Dann habe ich oben drüber einfach auch deutlich mehr Fläche noch zur Verfügung, die das ganze Küche dann hell macht. Und natürlich mit viel Beleuchtung zu arbeiten unter die Schränke und auch an der Decke.
Das Wichtigste in einer kleinen Küche: ausreichend Stauraum, Oberschränke bis unter die Decke, durchdachte Schubladen und Eckschränke sorgen für viel Platz. Im Idealfall wird die Küche in U-Form geplant, so bietet sie auch genügend Arbeitsfläche. Und sogar Sitzgelegenheiten sind auf kleinem Küchenraum möglich. Es ist schon so, dass dadurch natürlich etwas Stauraum auch immer verloren geht durch die Stühle, je nachdem, ob das dann für 2, 3 oder 4 Personen sein soll. Sonst lässt sich es oft relativ einfach über so Thekenkonstruktionen realisieren, dass man sagt, ich kriege noch 1, 2, 3 Plätze irgendwo raus am Ende. Also da haben wir schon durchaus viele Möglichkeiten. Kommt ein bisschen darauf an, wenn es niedrig gesetzt sein soll, dann ist es schon so, dass es durchaus 1, 2 Schränke da dafür dann am Ende nicht mehr in die Küche reinpasst. Also ganz wie die Großen. Und gut aussehen können sie dabei auch noch. Es gibt sicher Stile, jetzt gerade wenn es so typisch industriell wirken soll. Das wirkt auch viel dann nur durch die schiere Größe vom Raum. Aber so die klassischen Stile wie jetzt das Landhaus oder auch die moderne oder auch eine grifflose Küche macht sich immer kleiner Raum, finde ich persönlich auch sehr gut, weil es einfach dann so ist, dass sie halt auch keine Ecken und Kanten in der Nähe haben. Man stößt sich nirgends, es macht einfach eine durchgehende Linie, auch von den Griffen her, einfach eine gewisse Führung. Also das macht es natürlich auch einfach cleaner vom Raum. Also geht eigentlich alles auch in einer kleinen Küche, was in einer großen geht. Die Küche ist das Herz unserer Häuser. Hier erleben wir die besten Partys und die schönsten Momente. Und das gilt für große Wohnküchen genauso wie für Küchen auf kleinstem Raum. Egal ob große Küche oder kleine Küche, eines darf auf keinen Fall fehlen: ein Dunstabzug. Und hier gibt es auch ganz verschiedene Varianten. Wir haben uns mal umgeschaut, was es so alles gibt. Ein Dunstabzug soll Dunst und Gerüche beim Kochen eindämmen und das Fett aus der Luft filtern. Der Markt bietet dafür 2 Möglichkeiten. Bei Abluft heißt es für uns nur, dass die Luft nach draußen geblasen wird. Das bedeutet, dass der Geruch nach draußen geht. Bei Umluft dazu filtern wir den Geruch in einen Kohlefilter raus und die Luft bleibt im Raum. Gerade bei energieeffizienten Häusern ist es wichtig, dass wir nicht irgendwelche Löcher in den Wänden reinbohren, weil wir verschließen die Häuser eigentlich, damit sie energieeffizienter sind. Das bedeutet auch verkaufstechnisch in Zahlen, ungefähr 80% haben wir Umluft und 20% haben wir nur noch Abluft. Was unser Experte ebenfalls feststellt, der Trend geht zum integrierten Dunstabzug. Etwa jede zweite Küche wird bei ihm mit einer sogenannten Muldenlüftung verkauft. Sie sind in der Küche praktisch unsichtbar, weil sie entweder im Kochfeld integriert sind oder gleich ganz in diesem verschwinden. Was sich verändert hat bei dieser revolutionären neuen Technik ist, dass ich planungstechnisch komplett frei bin in der Küche. Also früher waren wir immer statisch gebunden, wo ist der Dunstabzug? Entweder eine Wand oder natürlich offener Raum. Heute kann ich die ganze Sache vor ein Fenster setzen zum Beispiel oder unter Hängeschränke. Das heißt, das kopffreie Kochen dazu ist wesentlich angenehmer. Und wir sagen dazu, ja, Kochen ohne Dunstabzugshaube heißt auch die freie Sicht in den Raum zum Beispiel. Und Kochen ohne Dunstabzugshaube heißt auch, dass das Fett da erfasst wird, wo es entsteht. Wahrscheinlich haben sich deshalb die sogenannten Downdraft-Systeme nicht durchgesetzt. Hier wird nur der Kochdunst der hinteren Kochflächen abgezogen. Vorne, wo das meiste Fett erzeugt wird, ist das Gerät wirkungslos. Anders die Muldenlüftungen, die in der Mitte vom Kochfeld platziert sind. Allerdings gibt es auch hier unterschiedliche Modelle. Der Unterschied liegt im Design und in der Reinigung. Also es gibt runde Muldenlüftungen, die sind von der Funktion her einfacher zum Reinigen wie die eckigen. Größer ist da schon der Unterschied zwischen Muldenlüftung und Dunstabzugshaube. Der liegt nämlich vor allem im Preis und in den Lebensgewohnheiten. In Mietwohnungen machen die teureren integrierten Dunstabzüge nach Meinung unseres Experten keinen Sinn. Wer längerfristig plant und beispielsweise neu baut, der sollte über die Anschaffung einer Muldenlüftung nachdenken. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch Dunstabzugshauben für Outdoor-Küchen. Was der Mensch so alles braucht. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, dann haben wir eine Schalte für Sie mit dem bekannten Koch Volker Westermann, der im Rollstuhl sitzt. Und mit ihm sprechen wir über das Thema barrierefreie Küchen. Bis gleich. Miriam und Family wohnen in einem hübschen Häuschen. Das Erdgeschoss steht leer. Zwar hat sie schon darüber nachgedacht, zu vermieten, aber der ganze Trubel. Ähnlich wie Miriam denken leider viele. Und so stehen Wohnungen und Häuser leer. Deshalb helfen wir, diese wieder auf den Mietmarkt zu bringen und ermöglichen so
risikofreies und leistbares Wohnen. Das hilft zum Beispiel Yvonne mit ihrem Baby. Sie suchen seit langem eine leistbare Wohnung. Sicher vermieten. Jetzt informieren. Dein Schuss soll zum Schatten im Kreuzeck des gegnerischen Tors werden. Dein eigener Schatten soll bei deinem Antritt blass aussehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Van Dans. Wir freuen uns heute, dass Volker Westermann uns zugeschaltet ist. Mit ihm wollen wir heute über das Thema barrierefreie Küchen sprechen. Herr Westermann, es geht bei uns heute um barrierefreie Küchen. Sie kochen viel und gerne, sitzen aber wegen Glasknochen im Rollstuhl. Ist das Kochen so schwieriger? Eigentlich merke ich da überhaupt keinen Unterschied, ob ich da jetzt im Rollstuhl koche oder stehen würde. Ich habe meine Küche optimal angepasst, alles ist auf meiner Höhe. Ich habe jetzt nicht die schwersten Eisenpfannen, die ich rumheben muss. Und natürlich knete ich auch keinen Hefeteig alleine mit den Händen, sondern habe da auch meine Küchenmaschinen und technischen Hilfen. Aber manche Hausfrauen haben ja auch die ein oder andere Trickmaschine in der Küche stehen, wo das Kneten und das Ganze dann etwas einfacher von der Hand geht. Insofern für mich kein Unterschied. Sie kochen viel und gerne in Gesellschaft, auch mit Ihrer Frau. Wer kocht denn besser? Meine Frau ist tatsächlich eher fürs Backen zuständig. Ich bin dann eher so der Koch und sehe es eben auch ganz wichtig an, als arbeitsteilendes Element auch in der Beziehung. Wenn beide jetzt in der Küche sich betteln würden und sagen, Mensch, und guck mal, ich würde es doch so machen und ich mache das eh viel besser. So ist es eine super Arbeitsteilung und was meine Frau noch super gut kann, sie kann wahnsinnig toll aufräumen und ich kann super die Küche verunstalten. Das ist perfekte Arbeitsteilung. Im Hintergrund sehen wir jetzt Ihre Küche. Ist das eine Sonderanfertigung? Muss man die umbauen? Wie kommen Sie an die ganzen Schränke überhaupt heran? Bei den Schränken ist es tatsächlich so, dass wir da Motoren haben, die die Schränke runterfahren können. Das ist aber auch bis auf die Arbeitsfläche, die jetzt speziell angepasst ist, das Einzige, was wirklich speziell ist. Sonst ist die Küche ganz normal nach Maß gebaut, ist angefertigt von einem ganz normalen Küchenbauer. Die Schränke sind ganz normal gekauft. Und was wir jetzt vielleicht als Besonderheit haben, ist, dass wir die Arbeitsflächen meistens unterfahren können. Und wo wir es nicht unterfahren können, sind Rollcontainer drunter. Die Rollcontainer kann man einfach vorziehen, wenn man die Fläche braucht, um drunter zu fahren, um an der Stelle der Arbeitsfläche was zu arbeiten. Insofern ist es wirklich mit wenig Mitteln das Maximale rausgeholt. Bekommt man für den Aus- oder Umbau von so einer Küche Zuschüsse von der Krankenkasse oder irgendwelche Förderungen? Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, einen solchen Umbau oder Nachrüstungen auch in bestehenden Wohnungen sich finanzieren bzw. bezuschussen zu lassen. Da sind die Krankenkassen dann auch der richtige Ansprechpartner. Das nennt man Wohnumfeldanpassung. Da kann man sich informieren und bekommt dann einen entsprechenden Zuschuss. Das geht schon, ja. Sie kochen nicht nur für sich allein, sondern Sie haben auch ein Kochprojekt, wo Menschen Spaß miteinander am Kochen haben. Warum ist Kochen so gut für die Inklusion? Es spielt einfach keine Rolle, ob jemand eine Sehbehinderung hat, ob jemand eine motorische Einschränkung hat, ob jemand gehörlos ist. Es ist egal. Das Miteinander zählt, das Gemeinschaftserlebnis zählt, miteinander in der Küche zu sein, miteinander gemeinsam zu genießen, gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu quatschen. Das ist eigentlich für mich gelebte Inklusion und da ist die Küche der beste Raum dafür, spielerisch und genussvoll. Letzte Frage. Was war Ihr schönstes Kocherlebnis? Also mein beeindruckendstes Kocherlebnis war tatsächlich das Kochen im Gefängnis. Ich wurde eingeladen vom Justizminister von Nordrhein-Westfalen. Wir hatten auf einer Messe gemeinsam gekocht und er hat mir dann noch eine ganz lustige Mütze geschenkt, gehäkelt und so, die wirklich tatsächlich von Inhaftierten hergestellt wurde. Und er hat mich dann eingeladen, doch einen Tag mal mit den Gefängnisköchen dort zu kochen. Das war unglaublich spannend, was die erzählt haben, wie die ihr Leben auch im Gefängnis verbringen, teilweise lebenslänglich Inhaftierte. Ganz spannende Sache und
auch ein bisschen unheimlich, wenn man da reingeht. Aber ein Stück Lebenserfahrung. Und unglaublich gut. Unglaublich gut. Herr Westermann, vielen herzlichen Dank für das Interview und Ihre Zeit. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche. Wieder mit Bauen und Wohnen. Einfach schön, so viel Lebensfreude zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Dann haben wir diese Themen für Sie. Tschüss.